die zweite. Das ist sie doch. Das ist sie auch. Herrschaft. Hi, hier ist Max und das ist schief. Naja, hi, hier ist Max und willkommen zurück zu Time Guesser Daily. Legen wir direkt los. Brisbane Arcade, Brisbane, ist doch in Australien. Brisbane Arcade. Ja, schauen wir erstmal weiter. Also, ist schon ein paar Jährchen her. Irgendeine Versammlung, irgendeine... Wer oder was ist das? Ich kenne halt überhaupt nichts. Das ist die Queen. Okay, aber Leute stehen herum. The Man from Snowy River. Könnte das ein Kinofilm sein? Könnten wir das Jahr eigentlich schon festlegen? Was, Alter, ihr habt wirklich... Seid ihr irre? Ihr könnt doch nicht einfach da oben so... Ja, vielleicht könnt ihr doch. Also, wir haben irgendeine Mall in Brisbane. Schauen wir doch mal. Brisbane Mall. Bilder. Ist das diese hier? Könnte schon sein. Wir haben hier so eine hohe Säule. Also das ist nicht überdacht. Weil hier könnte es reingehen in das Überdachte. Dann könnte das im Prinzip hier sein. Queen Street. Oder hier drüben. Hier, McDonald's Queen Street. Dass der Magus hier bestimmt immer noch ist, ist hier nicht unwahrscheinlich. Ist auf der anderen Seite... Von der Arcade, das müsste passen. Dann würde ich sagen, das logge ich schon mal ein. Ein Vapiano. Ey, die Scheißdinger gibt's überall. Bin ich gar nicht so der Fan von. Geht mal. Gut. The Man from Snowy River. 1982 erschienen. Australia 1982. Pff, da schaue ich gar nicht erst weiter nach. 10.000. Bam. Okay, gut. Es war ein einfaches Bild. Queen Elizabeth II. Tatsache. Das ist sie. Ich habe noch einen dummen Witz gemacht, weil ich einfach überhaupt nichts erkenne. Guter Einstieg kann ja nur besser werden. The Great LA Zoo. Good Vibrations. Scheint irgendeine Filmaufnahme zu sein. Auch schon eine Weile her. Ein Bus. Ich dachte gerade an Speed. Aber das sieht älter aus als Speed. The Great LA Zoo, Santa Monica. Es ist irgendein Freeway. Also ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir auch irgendwo im Raum Los Angeles, wenn das hier ein Filmdreh ist. Wo genau könnte schwierig sein? Die Frage ist, finden wir raus, welcher Film? Es könnte auch irgendeine Doku sein, aber es sieht mir zu aufwendig aus für irgendeine dahergelaufene Doku zumindest.
Hier haben wir die Scheinwerfer, damit hier drin wird sicherlich dann gedreht. Dann sieht man die Gesichter besser. Good Vibrations Zoo. Sex vom anderen Stern. Bin noch ein bisschen erkältet, wie ihr hört. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Shellshock Rock. Wie sieht denn der Bus in Speed aus? Das ist der blaue Streifen. Okay, das ist am Set von Speed. Was man wahrscheinlich erkennen kann, weil das hier Keanu Reeves ist. Ist das Keanu Reeves? Könnte schon sein. Okay, also es ist am Set von Speed. Speed ist 94. Also ist das höchstwahrscheinlich 93. Vielleicht auch 92. Können wir mal schauen. Produktion. Casting. Filming. Began September 793. Completed December 23. 23rd. Okay, also es müsste 93 sein. Das ist auf jeden Fall der Bus. Okay, many of the film's freeway scenes were filmed on California's Interstate 105 at the Stack Interchange. Known today as the Judge Harry Pregason Interchange. Hawthorne, Lakewood. Ja, ich kenne mich super aus da in Southgate. Inglewood, irgendwo bei Inglewood. Hatten wir doch gerade Hawthorne. Ist das das? Ne, hier ist der Flugplatz. Also das hier. Ehrlich gesagt, dann gehe ich hier hin. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Bild rausfinden kann, ob das jetzt noch ein paar Meilen nördlich, südlich, östlich oder westlich war. Ich find's okay. Es war tatsächlich da hinten. Gut, wie viele Punkte habe ich verloren? 94? Sicher? Wenn der Filmdreh 93 zu Ende war, wie kann das dann 94 sein? Naja. Passt. Oh, das ist Alfred Hitchcock. Okay. Das Bild ist schwer. Vor allem der Ort könnte brutal sein. Ich weiß nicht, was diese Geste sein soll. Will er abbiegen? Das hier könnte uns helfen. Irgendwas und N? Nee, andersrum. UGC. Ja, hier. UGC. Er ist wahrscheinlich Hitchcock am Set von Die Vögel oder so. Die Vögel. Wäre 63. Ja, da, mal auf 62 ist vielleicht gar nicht verkehrt. Oder ist das schon später? Hitchcock war hier ja, schon über 60, das könnte passen. Bodega Bay, Kalifornien.
Da spielt das. Na, vielleicht spielt es auch da. Drehorte. 62. Ich behaupte nur, dass es die Vögel ist. Die Vögel spielt auf jeden Fall in einer Küstenstadt. Deswegen könnte das durchaus sein. Naja, es könnte hier irgendwo gewesen sein, ne? Hier vielleicht, ne? Bodega Bay, UGC. Also ich bin noch nicht zufrieden mit dem UGC. Ich glaube, mehr, weiß nicht, ob wir mehr rausfinden können. Das würde mich noch irgendwie interessieren. Das kann halt alles oder gar nichts sein. UGC UK ist eine Filmfirma. Frankreich und Belgien. Ich meine, hier steht irgendwie was mit Mars. Könnte Marseille bedeuten? Marseille. Was hat er in Marseille gedreht? Über den Dächern von Nizza. Könnte es gewesen sein. 55 Drehorte. Saint-Genest, Gournou, Nizza, Monaco. Es ist jetzt nicht ewig weit weg. Das Problem ist, dass ich jetzt zwei Möglichkeiten habe. Nizza ist da drüben. Naja, es könnte schon sein. Okay, die Sonne kommt, ja, so grob von links. Sieht aus, als wäre es Mittag. Also schauen wir hier gerade nach Westen. Und im Westen ist das Meer. Das könnte durchaus in Marseille sein. Dass hier irgendwie wahrscheinlich Marseille draufsteht, hat nichts zu sagen, weil Schiffe ja alle möglichen Namen haben und Schiffe halt auch Schiffe sind. Auch Nizza wäre hier denkbar. Ah, dann wahrscheinlich eher Marseille. Alles in den Staaten. Jetzt habe ich ein Problem. Das hat hier wenigstens noch diese doppelten Streifen. Vielleicht ist das quasi immer einfacher geworden. Oh, das bringt mich jetzt in eine Bedrängnis, ne?
Oh, oh, oh. Das ist es doch. Logopädie. Ah, gut. Dann sind wir in Frankreich. Wahrscheinlich. Hier steht Marseille drauf. Heißt nicht, dass es auch in Marseille ist. Wie gesagt, Boote können herumfahren. Vielleicht war er hier auch einfach nicht am Set von irgendwas, sondern hat halt einfach Urlaub gemacht nach seinem Dreh in Nizza. Behaupten wir, es ist da. Wenn es tatsächlich, dann machen wir 54. Wenn es tatsächlich im Rahmen von über den Dächern von Nizza ist, könnte es zu der Zeit gewesen sein. Okay. Es war fucking Nizza. Nee, es war Antwerpen, es war nicht weit weg. Aber es war sehr viel später. Das habe ich verkackt. In Cannes. Ja, das gibt natürlich Sinn. Das war ja kurz vor seinem Tod. Vielleicht hätte ich noch mal mehr Gesichter gucken müssen. Hitchcock in den 50ern, 60ern. Ja, wahrscheinlich ist er sehr viel älter. Ah, okay, nicht geil. Da haben wir Punkte gelassen. Okay. Das hier ist das Atomium und es steht in Brüssel, oder? Oder? Ist auch so Atomium. Ja. Verzeihte. Okay, und hier ist eine Sport. Halle. Okay, ich denke, das können wir schon mal recht gut sagen. Oh, ich mit denen, hier ist so ein Park da oben. Chromium. Hier. Ja, müsste passen. So, die Frage ist, wann? Ja, müsste man das kennen? Schwarz, Rot, Gold, müsste das sein? Ist das Beckenbauer? Fußball Brüssel. Ich habe hier gerade 1985 gesehen. Oh. Nee. WM in Belgien. Gab es das? Nein, 2022. EM? Gastgeber. 2000 ist das auf jeden Fall nicht. 72 war Belgien
Austragsort. Finale in Brüssel. Deutschland gegen Sowjetunion. Das könnte das doch gewesen sein. 70er passt. Bam. Machen wir direkt 72. Nägel mit Köpfen, Baby! Okay. Aber so meine Nase. Gut, nachdem ich Hitchcock so verkackt habe, wenigstens das. Ich hasse Leute, ich kann doch. Warum stehen denn Leute immer auf diesen gefährlichen Orten? Air France. Peak und Kloppenburg. Ist das schon wieder Queen Elizabeth? In sehr jung. Und das ist doch, sag mal, ich und Gesichter. 50er. Das ist doch ein normaler Soldat. Das ist die Ehrung eines Soldaten, irgendwas. Queen Elizabeth. Die zweite. Das ist sie doch. Das ist sie auch. Herrschaft. Ja, also. Könnte 48 vielleicht sein. Air France. Peak und Kloppenburg. Schauen wir mal, ob wir finden können, wo. Behaupten wir mal, das ist 48. Müsste mich gerade rückversichern. Weil das hier. Nicht die französische Flagge ist. Warum habe ich Frankreich gesagt? Weil hier Air France steht. Peak und Kloppenburg. Denke ich eher erstmal an Deutschland, aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Sicherlich nicht aus Deutschland. Düsseldorf und Wien. Expandierte aber europaweit, das ist halt ein Problem. Peak und Kloppenburg. Okay, machen wir mal Queen Elizabeth in Austria. 69. Staatsbesuch. 69. Begleitung von Prinz Philipp. Wenn es das ist, militärische Ehren, Salutschüssen. Ja. Hotel Imperial, Wiener Ringstraße. Okay. Vielleicht ist es Wien.
Es muss an einem Platz sein. Und er muss da heute auch nicht mehr sein. Kinderchor aus Kärnten. Sehe ich den hier irgendwo? Nee. Also wie die Nähe eines Flughafens sieht es nicht aus. Machen wir mal Plätze in Wien. Wann war das? 69. Irgendwie das Bild sieht. Ich weiß nicht. Innsbruck. Also ich kann mir nicht helfen. Es sieht nicht aus wie 69. Aber die Fahne verwirrt mich. Ich meine, man erkennt ja nichts. Niederlande. Könnte, ist das da oben etwas heller? Queen Elizabeth in the Netherlands. 1958. Das ist das Outfit. In Amsterdam. Plätze, Amsterdam. Oh, ich kann nicht mehr tippen. Plätze, Amsterdam. So, okay, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Das ist es. Das ist das. Gott sei Dank. Das hat viel zu lang gedauert. Ja, hier ist das da.
Hier ist. Gucken wir. Eigentlich müssen wir hier drauf gucken. Oder hier. Nationalmonument. Aber das ist es doch. Ganz schwindelig. So. Irgendwie, ja. Aber irgendwie auch nein. Gut, hier, das ist irgendwie am Arsch. Es sieht komplett anders aus. Das, okay, guck mal, das ist doch noch gleich. Ja, hier ist das da. Ja, okay, ja, gut. Doch, passt. Also dann, Herrgott. Das hat gedauert. Länger als es sein muss. Genau, bitte. Sonst drehe ich durch, das kommt hier so runter. Darm. The New Church. Okay. Also wir sind irgendwo hier. Gut, dann ist das State Visit. Warten wir es. 1958. Gott sei Dank, ey. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe. Völlig unnötig. 45.000 Punkte, gerade noch so geschafft. Heiligs Blechle. Was habe ich verkackt? Was habe ich richtig verkackt? Hitchcock. Hitchcock habe ich voll versemmelt. Da habe ich die meisten Punkte einfach verloren, weil ich das Jahr einfach verkackt habe. Weil ich froh bin, dass ich mich dann doch für Frankreich entschieden habe. Aber drei perfekte. Einer, der gar nicht schlecht war. Ist okay. Ist sogar mal eine recht schnelle Runde gewesen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Time Guesser. Bye bye.